Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Blätter. Ja, und heute ist die Ausgabe 2 aus dem Jahrgang 1992, der vierte Jahrgang, April 1992 dran. Ja, Themen sind Mega Man, Dr. Wilys Rache, da freue ich mich sehr drauf, weil das mein erstes Mega Man Spiel überhaupt war. Das habe ich damals echt hoch und runter gezockt. Und Kid Icarus, da habe ich letztes erst einen Test zugemacht, ist bei mir, an mir leider damals irgendwie vorbeigegangen, aber naja, man kann ja auch nicht damals alles mitgenommen haben, ne? Anscheinend erschienen die Ausgaben ja zweimonatlich. Ich dachte irgendwie, dass es sie nur je Monat oder noch eher drei Monate vielleicht sowas erschienen sind. Aber na gut, da kann man sich natürlich täuschen. Ja, die späteren Ausgaben des Jahrgangs, die haben natürlich stark das Super Nintendo im Fokus. Und hier haben wir noch ganz klassisch Game Boy und NES. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir gleich mal rein. Wie man sieht, Mega Man Special NES Game Boy Spiele, Super Nintendo gab es halt damals nicht, logischerweise. Ne? Ach, hier sieht man natürlich schon gleich wieder so eine schöne, stimmige Szene. Herrlich. Ja, jetzt haben wir schon Mega Man 3. Ja, ich weiß gar nicht, warum genau, aber auf dem NES, da sind die Mega Man Teile damals an mir komplett vorbeigegangen und später habe ich jetzt auch gar nicht so diesen Zugang dazu gefunden. Also Mega Man an sich, die Spiele finde ich super. Mega Man X auf dem Super Nintendo finde ich auch sehr, sehr schön und natürlich, wie gesagt, das andere Mega Man, wozu wir denn gleich kommen. Aber das ist irgendwie so faszinierend, ne? Das ist irgendwie so eine große Serie, die auch sehr gut ist. Aber irgendwie hatte man damals, heute spricht man ja, viele Leute haben so eine Filterbubble, sage ich mal. Ne? Bei Twitter und ähnlichen, man folgt eher den Leuten, die eher so die eigene Meinung vertreten und nicht unbedingt welche konträren Standpunkte haben. Und irgendwie hat man dadurch halt so eine gewisse Filterbubble, weil man natürlich nur Nachrichten bekommt, die mal für sich selbst interessant sind und seinen eigenen Standpunkt natürlich unterstützen. So, und das jetzt auf damals übertragen, wenn einfach kein Kumpel oder sowas dieses Spiel hatte und man das gespielt hat oder natürlich logischerweise man selber, dann hat man das verpasst. Man konnte nicht schnell mal im Internet nachschauen, nach dem Motto, ja, was ist denn hier so an neuen Spiele-Releases, was ist denn angesagt, wenn welche Trailer sich angucken wie heute. Das finde ich echt schade, dass es damals, die Ausgabe habe ich anscheinend damals nicht gehabt, deswegen sagte mir der Titel nicht so wirklich was. Und wenn man das nicht hatte, tja, dann kannte man das Spiel nicht. Außer man stolperte jetzt durch Zufall im Laden über die Packung und konnte sich dadurch dann anlesen. Aber wie ihr wisst, da konnte man natürlich nicht wissen, ist das Spiel gut oder nicht. Deswegen kann ich jetzt zu dem Spiel jetzt leider auch keine großen Aussagen tätigen. Ich weiß, dass Mega Man 2 der richtig gute Teil war. Ich glaube, 3 setzt dann noch so ein bisschen einen drauf. Ja, Mega Man ist natürlich klassische Serie, die viele Titel damals hervorgebracht hat. Das war ja schon echt Massenproduktion, konnte man das fast sagen, von Konami. Alle nach demselben Stil. Es gibt verschiedene Level mit Roboter-Bossen am Ende. Und das Gute war halt, ihr konntet die Stages euch frei aussuchen. Und dadurch konnte man sich natürlich seine ideale Reihenfolge zusammenbasteln, weil beim Besiegen jedes Bosses hat man natürlich auch eine Spezialwaffe diesen Bosses bekommen. Ne? Also jetzt sagen wir mal ganz grob, wenn ich den Eisboss besiegt habe und die Eiskanone bekommen habe, keine Ahnung, was man da jetzt genau bekam, dann ist es natürlich logisch, dass man als nächstes den Feuerboss macht, weil ne? Eis gegen Feuer sollte gut klappen, zumindest meistens. Sind natürlich dann teilweise nicht so sehr eindeutig. Wie gesagt, Snake Man, man verschießt anscheinend irgendwelche Schlangen. Ja, wo gut gegen soll das sein? Aber das war halt dieses Rumknobeln. Und auch da, damals, man musste das für sich selber rumknobeln. Es gab da irgendwie keine Guides, die man schnell lesen konnte. Außer, wie gesagt, man hatte einen Kumpel, der einem vielleicht Tipps gab. Oder natürlich das Club Nintendo Magazin. Aber ich hab das ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf, dass ich dieses Club Nintendo Magazin primär benutzt habe, um mir irgendwelche Tipps für irgendwelche Spiele rauszuziehen. Es ist eigentlich eher so, dass ich diese Magazine verschlungen habe und oh, was erscheint denn als nächstes und oh, man hat dann ganz genau hier die Level angeguckt, was da alles auf einen erwartet und wie toll das doch ist. Man hat sich das dann alles natürlich immer so schön ausgemalt und oh, da wartet mich das hier und das wird bestimmt super und alles. Ne? Da habe ich hier, war dann der Roboterbegleiter, der Hund denn neu, der dann halt hier nach dem Szenario mal ein Trampolin war oder hier so ein ja, Hochspringen-Podest
Gedönser halt. Ihr wisst, was ich meine. Oder halt hier Fliegende Mann und so weiter. Aber ich finde es interessant, dass ich hier wirklich sehr, sehr ausführlich alle Level, müssten, denke ich mal, alle Level sein, ne? Hier zeigen und detailliert, wie der Ablauf ist und so weiter. Finde ich seltsam. Okay, es ist natürlich ein Mega Man Special hier in der Ausgabe, aber dass es alles so genau zeigen, hätte ich nicht gedacht, aber gut. Das Super Nintendo, das war so langsam in den Startlöchern, die brauchen ja irgendein Thema, wo sie sich denn drauf anhängen konnten, ne? Ja, die Leserbriefe mal wieder. Expedition so zielreich. Katzen mit dem Gameboy. Ha, herrlich. Och, das ist aber hier eine schöne Kreidezeichnung. Das ist ja auch eines dieser sehr, sehr beliebten Motive. Ich halte es mal ein bisschen genauer an die Kamera. Ich glaube, das war auf irgendeinem Super Nintendo Cover. Okay, der Luigi hat ja so ein bisschen arge Sägeohren, aber naja. Besser als das, was ich heute schon zeichnen könnte. Und das haben die Kinder schon damals gut hinbekommen, ne? Ja, Luigi, ne? Da hat anscheinend Heiratsvermittlung für Luigi. Auch nett, auch nett. Ja, Kid Icarus. Habe ich jetzt einen Test letztens zu gemacht. Sehr, sehr schönes Spiel. Das ist ja der Kid Icarus. Der heißt ja Pit mit Namen. Und der hatte seinen ersten Auftritt auf dem NES. Und obwohl es quasi ein offizielles Nintendo-Maskottchen ist, aber in heutigen Zeit erscheint es eher so als Kämpfer bei Super Smash Bros. Smash Bros. Oder Super? Sagt man Super? Ich habe das gerade gar nicht im Kopf. Weil die Serie ist nicht so meins, deswegen verzeiht mir das. Ja, hat er einen NES-Teil, hat einen Gameboy-Teil und dann irgendwann auch einen 3DS-Teil. Aber irgendwie finde ich es schade, dass er den so ein bisschen... Ja, den können sie mal ein bisschen wiederbeleben, ne? Und das Gameboy-Spiel auf jeden Fall ist sehr, sehr interessant, weil halt die Levelstruktur, wie man sie hier sieht, eher so von unten nach oben geht und nicht klassisch von links nach rechts. Man muss halt Sachen einsammeln, es gibt Geheimtüren, wo Shops sind und so weiter. Finde ich eine sehr, sehr schöne Gestaltung. Wird natürlich dann später noch wesentlich komplexer, auch nach links und rechts. Aber man sieht, der allgemeine Aufbau ist wirklich eher von unten nach oben auf jeden Fall. Man kann natürlich noch verschiedene Waffen bekommen. Man hat Items, die man einsammeln kann. Also ist ein sehr, sehr schöner Plattformer, der sich auch mal so ein bisschen angenehm anders spielt einfach. Ne? Was man auch nicht so alle Tage hat. Also sehr, sehr nett gemacht auf jeden Fall. Und so einen kleinen Engel als Charakter ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Wie man sieht, wird hier auch viel Abwechslung geboten, wobei natürlich viele Hintergründe so relativ dunkel und schwarz sind, deswegen ja, wirkt es teilweise so etwas eintönig, aber ist wirklich ein empfehlenswertes Spiel, das, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Ja, The Battle of Olympus, ich bin gerade überrascht, ehrlich gesagt, es wird hier ein großes Mega Man Feature Special quasi angekündigt. Und dann ist das so zerstückelt. Man hat am Anfang was und dann später dann einen Gameboy-Titel. Und das ist halt das Special. Ich hätte jetzt so als Special ehrlich gesagt gedacht, dass das mehr, ne, dass es so die ersten 20 Seiten sind halt das Special. Aber nun gut, das ist halt die Aufteilung. The Battle of Olympus, das sagt mir ehrlich gesagt gar nicht. Also den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe es weder gespielt, noch dass ich irgendwo mal irgendwie ein Video darüber gesehen habe. Sieht aber interessant aus. Das Cover, das hätte mir damals durchaus gefallen. Und so auf den ersten Blick sieht das etwas so wie Zelda 2 aus, oder? Wie so vom Stil und so weiter. Ich halte es nochmal ein bisschen in die Kamera, dass ihr es besser sehen könnt. So, ich hoffe, er fokussiert, genau. Also es sieht schon so ein bisschen wie Zelda 2 aus, ne? Also schätze mal, Seitenperspektive wird ein Action-Plattformer. Rollenspiel sein. Anscheinend Harfe des Apolls, Ambrosia, Nahrung der Götter und so weiter. Also viel in der griechischen Mythologie wird da ja, geplündert. Doch, aber gefällt mir. Sieht durchaus, ne? Kreta, Phrygien. Entschuldigt, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ptisis, ja, das berühmte. Sieht aber wirklich sehr thematisch schön aus, ne? Auch mit den Säulen und so weiter. Ha!
Wäre mal eine Idee, wenn man da mal irgendwie günstig drüber stolpern würde, dass man das irgendwie mitnimmt. Ne? Auch hier verschiedene Levelbereiche, gerade waren wir im Wald, hier haben wir eher so Hafenanlage, sage ich mal. Hier sind wir in den Bergen. Wobei natürlich dieser Himmel, dieses Pinke natürlich mutig ist. Aber gut, gerade habe ich wegen dem schwarzen Hintergrund etwas rumgeheult. Dann will ich mich jetzt nicht beschweren, dass etwas mehr Farbe ist. So. Jetzt sind wir schon beim Comic anscheinend. Ja, April. Es war natürlich Ostern dran. Wie immer, ich halte meine Griffel weg, falls ihr es lesen wollt. Wobei das dieses Mal relativ wenige Panels sind. Ne? Da hatten wir schon mal mehr. Ah, als Poster natürlich Chip and Chap. Grandioses Spiel. Habe ich sehr, sehr gemocht. Habe ich auch nicht damals gespielt, aber natürlich nachgeholt. Ja, leider, wie ihr seht, es ist aus dieser Epoche, sage ich mal, aus dem eBay-Kauf, wo das hier gelocht ist, leider. Deswegen kann ich das Poster, glaube ich, nicht wirklich verwenden. So, Top 5, Mensch. Da haben sie aber früher oder später das irgendwie wesentlich weiter in die Länge gezogen. Ja, Leserprofis, Super Mario Land, stimme ich zu, Gargoyles Quest, stimme ich zu, F1 Race, DuckTales, Fortress of 4, Leser, ihr habt's drauf. Wobei natürlich die Profis mit Tetris, Dr. Mario und Quirk sind auch gute Spiele. Diesmal habe ich mal ausnahmsweise nichts auszusetzen. Das NES Super Mario Bros. 3 ist auch keine Überraschung. Dann haben wir Bros. 2. Ja, fand ich auch sehr, sehr schön damals. Ich hatte ja den dritten Teil, hatte ich ja damals leider nicht gehabt. Aber den zweiten habe ich damals sehr ausführlich gespielt. Ja, die beiden Zeldas und Mega Man 2. Die Profis, ja, Zelda, Battle of Olympus, ist ja klar, das haben sie gerade hier angesprochen, also müssen sie das natürlich hier präsent haben. Manic Mansion, auch sehr, sehr schöner Titel, den muss ich mir auch mal fürs NES besorgen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die NES-Portierung auch wirklich, wirklich gut ist oder ob ich das irgendwie nur falsch im Kopf habe. Ja. Und eine große Bitte, bei Nintendo laufende Telefondrähte heiß, alleine die Konsumentenberatung und die Hotline erhalten am Tag ungefähr 15.000 Anrufe. Uiuiuiui. Da kann es schon mal vorkommen, dass man nicht durchkommt. Boah, 15.000 Anrufe pro Tag. Ha, hätte ich nicht gedacht, dass das die Hotlines da so stark in Anspruch genommen werden. Hätte ich echt nicht gedacht. Also ich habe damals nie angerufen. Habt ihr damals mal angerufen? Wenn ja, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, wie da eure Erfahrungen waren. Bei mir war immer das, zumindest diese Tipps und Tricks Hotline war ja, ne, kostenpflichtig und da habe ich den Ärger von meinen Eltern befürchtet. Muss man es ja nicht riskieren. So, aber jetzt Mega Man Dr. Wilys Rache. Wie gesagt, mein erstes Mega Man Spiel, was ich jemals gespielt habe und ich habe es auch gerne gespielt. Obwohl es natürlich Mega Man typisch nicht gerade ein einfaches Spiel ist, aber es gab eine Passwortfunktion und man musste wirklich herausknobeln, welche Stages man zuerst macht. Ich glaube wirklich Stufe 1 Cutman, da war wirklich man gut beraten, wenn man da gestartet ist. Ja, Dr. Wilys Rache. Interessanter Fakt, eine Exklusiventwicklung für den Game Boy. Und zwar meine ich nicht von Konami direkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Test, den ich dazu gemacht habe, der ist, glaube ich, schon anderthalb Jahre ungefähr vorbei. Deswegen nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, das war dann nicht von Konami direkt, wobei es natürlich trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Ja, kann man wirklich nur empfehlen. Ich hatte mal einen Spaß dran. Ich glaube, in der Mega Man Szene ist das jetzt nicht unbedingt als das beste Spiel bekannt, aber ihr wisst natürlich, der gute alte Nostalgie-Effekt, der spielt immer da rein. Wobei ich damals das Spiel nie komplett durchgespielt habe. Ich habe, glaube ich, so 3 von den Roboter-Bossen erledigt oder vielleicht 4. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so unbedingt sicher, aber ich habe es auf jeden Fall nicht durchgespielt, obwohl ich glaube, ich kam bis das Finale von Dr. Wily und irgendwann, ne, ihr kennt es, ist ja heute auch nicht mehr anders. Wenn man irgendwo festhängt, dann hat man dann doch irgendwo mal ein neues Spiel, was man lieber spielt und dann gerät das eher so in Vergessenheit und man spielt das dann nicht so unbedingt weiter und so weiter und so weiter. Aber auch hier, ja, natürlich etwa auch etwas abgespeckt, weil es gab, glaube ich, nur die 4, ne? Die 4 Roboter-Bosse und nicht die wesentlich mehr wie jetzt im NES-Teil. Ja, hier sieht man es, 1, 2, 3, 4. Ach, die optimale Reihenfolge ist, die wird hier sogar schon gesagt. Wie gesagt, ich habe das damals für mich selber erknobelt, aber
Ich wusste, weiß immer noch Cutman Nummer 1. Das auf jeden Fall. Ja. Also für ein Special, aber auch hier zeigen sie alle Karten. Ne? Die sehen so relativ klein aus, sage ich mal, ne? wenn man die so abgedruckt sieht. Aber gefühlt waren die damals echt gigantisch und man darf halt nicht vergessen, dass sie auch wirklich schwer waren. Dream Master, auch ein sehr, sehr schönes Spiel, Mensch. Also in der Art Ausgabe haben wir es bisher kein Flop irgendwie. Auch das ist nicht sehr einfach. Und von der Prämisse her ist es ein Plattformer. Ihr spielt diesen Nemo. Da habe ich auch schon einen Test zu gemacht. Auch da ein interessanter Fakt. Das ist ein Lizenzspiel. Das denkt man gar nicht, weil Little Nemo noch nie was davon gehört. Aber das war eine Kinderbuchserie. Ich weiß nicht, ob es eine Serie ist, aber es ist auf jeden Fall eine Marke. Und zwar aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, also von 1910 oder irgendwie sowas. Also, dass sie sich so eine Marke geschnappt haben und in Videospielform irgendwie 70 Jahre später gemacht haben. Ich habe das genaue Jahr nicht ganz im Kopf, deswegen entschuldigt bitte, wenn ich da eine falsche Aussage tätige. Aber finde ich schon faszinierend, dass sie sich so eine alte Lizenz schnappen. Ja, und auf jeden Fall seid ihr quasi unterwegs im Traumland. Und das Besondere ist natürlich, jeder gute Plattformer muss ja was Besonderes haben. Und wie man es hier sieht, ich zeig's euch mal. Ja, so. Wie man es hier sieht, ihr könnt euch die teilweise mit Tieren befreunden. Und zwar, das macht irgendwie ganz seltsam. Ihr habt Süßigkeiten und ihr füttert diese Tiere mit den Süßigkeiten-Bonbons. Und irgendwann haben sie genug gegessen und werden euch quasi zugetan. Und dann könnt ihr teilweise in die hereinklettern. Klingt komisch, also ein Frosch klettert ja wirklich hinein und könnt dann halt dann logischerweise schwimmen. Oder hier der Gorilla, der hat halt spezielle Fähigkeiten, dass er zuschlagen kann. Oder als Biene könnt ihr fliegen und so weiter. Und dadurch kriegt ihr halt verschiedene spezielle Fähigkeiten. Also denkt dran, wenn ihr das nächste Mal irgendwelche Tiere seht, einfach mal ein paar Bonbons zustecken und dann könnt ihr reinklettern. Also jetzt natürlich jetzt nicht wirklich machen. Also wenn ihr Kinder zuhören, macht das nicht. Könnte unangenehm werden, sage ich mal. Auch hier eine schöne Levelgestaltung. Also hier scheinen sie wirklich nur so einen Ansatz zu haben, das Spiel wirklich zu zeigen, den ganzen Levelaufbau zu zeigen. Genau das erwartet dich so nach Motto. Ne? Irgendwie kommt mir das so vor. Ich weiß auch nicht, wieso. Ne? Ich habe das Gefühl, dass die späteren Ausgaben das nicht so sehr irgendwie befeuern. Ja, Super Mario Bros. 3, Kurzbeschreibung der Welten 3, 4 und 5. Das war wirklich sehr kurz. Also hier scheint sie noch ein paar Ausschnitte zu haben, quasi hier, so sieht das Level aus. Also da hatten sie wirklich Spaß dran an der Ausgabe, oder? Gesamte Level ab zu Screenshotten, was damals wahrscheinlich auch gar nicht so einfach war von der Arbeit her. Und das dann quasi aneinander zu reihen. Es gab ja keine Programme, womit man das machen konnte. Ne? Also man hört ja auch immer wieder so Berichte, wie damals in den Spielemagazinredaktionen gearbeitet wurde. Die mussten ja teilweise ganz schwer zum Beispiel Screenshots für ein Magazin, für einen Gameboy-Test zu machen. Da hatte Nintendo vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ich denke mal hier so Dev-Kits nennt man das ja, für den Entwickler, dass man da vielleicht das Beste anzeigen konnte. Aber sowas hatten die normalen Magazine nicht unbedingt. Oder sowas musste dann abfotografiert werden. Und das von einem Röhrenfernseher. Wenn ihr jemals eine Aufnahme von einem Röhrenfernseher oder von so einem Gameboy machen musstet, wisst ihr, das ist nicht gerade einfach. Vor allen Dingen, nicht jedes Spiel hatte jetzt einen Pause-Button oder sowas. Das heißt, während des Spieles denn fotografieren, wird es denn noch... Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall nicht sehr, sehr einfach war. Und da hatten sie anscheinend Spaß dran. Keine Ahnung, ob sie da irgendein Gerät hatten, weil es sieht, wie gesagt, nicht abfotografiert aus. Was sie da irgendwie neu testen mussten für das Magazin quasi. Was sie quasi in der vollen Breite dann noch ausgenutzt haben, offensichtlich. Herrlich. Aber Super Mario Bros. 3, ich weiß auch, wie ich das immer bei einem Kumpel gespielt habe. Ich glaube, ein Kumpel hatte das, da hatte ich schon das Super Nintendo oder was habe ich da nicht mehr so unbedingt das große Interesse am NES. Das NES hatten wir zwar zu Hause, aber es war die Konsole meines Bruders und es war am Fernseher. Ich hatte keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer und so. Deswegen war der Zugang dazu natürlich immer nicht so einfach. Und deswegen habe ich jetzt nie so diese dicke Bindung an das NES, obwohl das eigentlich die erste Heimkonsole war, die ich zu Hause hatte. Und beim Kumpel habe ich das immer gespielt. Das fand ich immer sehr, sehr cool, aber... Ich glaube, da hatte ich schon mein Super Nintendo. Deswegen meinte ich, ja, sehr cool, was da gemacht wird. Aber ja, mein Super Nintendo ist natürlich viel cooler. Ne?
Ja, und auch hier Nintendo, Zelda. Also, sie scheinen sich hier wirklich auf die Klassiker zu stürzen, ne? Und wirklich das hier so ein bisschen als Berater zu machen. Auch hier. Also die müssen da irgendein neues Gerät gehabt haben, was sie unbedingt testen mussten. So wie sie es mit den Screenshots überall gemacht haben. Das ist ja quasi jedes Spiel, wo sie irgendwelche Levels gescreenshottet haben. Ich wette, die hatten da irgendein neues Spielzeug, was sie unbedingt quasi bis zum Erbrechenden auch nutzen mussten. Also irgendwie wirkt das so, finde ich. Das Zelda, das originale Zelda, das habe ich damals sogar mal gespielt, aber da war ich, glaube ich, zu jung. Ich habe es nicht gerafft. Ich kam nicht weit, ich habe es nicht gerafft. Der Text war Englisch, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich glaube, mein Bruder hatte sich das von einem Kumpel geliehen. Und vom Eindruck her war es natürlich was Besonderes, weil es dieses goldene Modul war. Aber ich habe es nicht gerafft, einfach. Keine Ahnung. Aber so gesehen, da war ich auch jeweils noch unter 10 Jahre. Deswegen verwundert das, denke ich mal, auch nicht so wirklich. Ne? Ja, Tennis. Ja. Kann ich nichts zu sagen. Also auch mein Bruder und ich hatten auch Tennis auf dem NES, aber es war dieses Ur-Ur-Tennis von Mitte der 80er irgendwie. Das hier sieht so ein bisschen wie ein Upgrade dazu aus und halt Vier-Spieler-Modus, wobei wir diesen Vier-Spieler-Adapter gar nicht hatten. Der war damals auch total unpraktisch, finde ich. Also ich kannte keinen, der so einen Vier-Spieler-Adapter hatte und den auch wirklich genutzt hat. Weil man braucht ja nicht diesen blöden Adapter, man braucht ja auch noch vier Controller und so weiter. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ja, und dann muss man dann noch vier Leute haben, die dann mit einem das Spiel spielen wollen. Also, nette Idee, finde ich, immer Spaß gewesen, aber ich weiß nicht. Habt ihr das damals viel benutzt? Also ich definitiv nicht. Und ich kannte auch keinen. Später für Super Nintendo gab es ja auch diesen, war es ein 3er-Adapter oder 4er-Adapter? Ich glaube auch ein 4er-Adapter, ne? Aber ich habe keinen gekannt, der das auch wirklich großartig genutzt hat, beziehungsweise überhaupt hatte. Vielleicht hatte ja, weil man, es gab ja teilweise Spiele, wo das quasi als Bundle mit dabei war, aber genutzt hat das keiner. Also entweder hatte ich die falschen Freunde oder das ist allgemeingültig. Ich tippe mal auf Letzteres, ehrlich gesagt. Ja, jetzt habe ich mich wieder in meinen Monologen verloren. Tipps, falls ihr, ne, ihr könnt Space-Taste drücken, pausieren oder wenn ihr das mit dem Handy schaut, dann seht jetzt eh nicht genau. Snake Rattle Roll ist ein sehr schönes Spiel auch. Fax Nandu, da weiß ich noch, da hat mich irgendwie der Titel immer fasziniert. Aber auch da haben sie auch relativ wenig Mühe gegeben, oder? Kein Hintergrund irgendwie, einfach weiß, Text, drei Screenshots, passt. Hätte man später jetzt auch nicht mehr so gemacht, oder? Da hätte man irgendwie so ein Muster hinterlegt oder irgendwie sowas. Das sieht sehr... Sieht sehr statisch aus, sage ich mal. Ne? Oh, naja. Oh. Wir sind schon durch. Scheint so im Ostern 92 eher mau gewesen zu sein. Oder sie wollten einfach nicht mehr so viel irgendwie vorstellen. Ach, hier mit Highscore-Listen. Das gab es damals noch. Das ist ja cool. Stimmt. Da muss man sich immer sich selber fotografieren. Mit dem Punktestand und das quasi, das zählt, ne? Ha, auch so ein Relikt aus alten Zeiten, ne? Herrlich. Wunderbar. Ja, 51 Seiten. Sind wir relativ schnell durch. Werbung für die tollen Spieleberater. Ja, ich würde sagen, das war die Ausgabe. Relativ dünne Ausgabe von April 92. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, ihr lieben Leute. Macht's gut. Tschüss.